So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu FIFA 21, meine Karriere im MS04. Wir sind in der dritten Liga und ja, momentan sind wir nur auf Platz 7. Das ist natürlich alles andere als gut. Das sind auch immerhin schon wieder 6 Punkte, da ganz oben. Bei einem Spiel weniger, mit einem Sieg hätten wir 10 Punkte. Und dann wären wir zumindest mal wieder auf Platz 4. Dann wären wir wieder zumindest mal ein bisschen duft zu den Aufstiegsplätzen. Aber mal gucken. Na dann, let's go. Heimspiel gegen Halle. Ja, ich denke, es passt so, die Aufstellung. Ich denke, die war auch im letzten Spiel sehr von Erfolg gekrönt. Weil jetzt war da 5:0 in Saarbrücken gewonnen. Davor das 5:1 gegen Braunschweig. Also es, jetzt langsam läuft es ein bisschen. So, ein bisschen Flanken trainieren. Ja, kommt nicht wirklich an. Jetzt passt dann zumindest mal rein. Ui, den hätte. Der hätte passen. So, einen Versuch habe ich noch. Bringe ich zumindest einen Mann. Na, schade, okay. Jetzt sind wir in der 6900 Punkte. Egal. Komm, weiter geht's. Wir springen rein in die Partie. Es ist, glaube ich, der 5. Spieltag jetzt. Ihr Handy wurde an Kasse B3 abgegeben. So, auf geht's. Ja, das ist nämlich natürlich ein Schluck Wasser. Und dann geht's jetzt los. Dieses Spiel nicht entgehen lassen. Begrüßen wir nun die Mannschaften auf dem Feld. So, und dann hoffen wir mal, dass wir heute mit dem Sieg wieder ein bisschen ranhüpfen könnten. Klar, die beste Offensive, aber da waren auch zwei Spiele dabei, die wir gut getroffen haben. Zweimal 5 Tore gemacht. Zu Hause gegen München und in Saarbrücken. Dazu das 1:2 gegen Viktoria, dann das 0:0 gegen auf St. Pauli. Und so kommen wir auf 11 Tore. Und 4 haben wir. Naja, mal gucken, ob es heute auch wieder so einen überzeugenden Sieg gibt oder ob es wieder so, ob es wieder so durchschlagt gibt. Wenn wir nicht heute wirklich verlieren sollten oder ohne Unentschieden spielen, dann sind das schon 4 Punkte bis nach ganz oben und dann sind wir soweit erstmal ein bisschen zurück und dann müssen wir gucken, dass wir da reinkommen. Ja, ich habe die Mannschaft ein bisschen umgestellt, also das heißt umgestellt, ich habe die Nummer ein bisschen umgeändert. Wie ihr so seht, Mama spielt das mit der 8 und ich denke, das passt so. Dass er da ja gegangen ist. Und das ist ja auch schon noch eine Halle. Ein paar Spieler sind natürlich bekannt. Landgraf, ist das der Sohn von Willi Landgraf? Gut, hier Trevero, den kann man den 26er, der hat in Frankfurt gespielt. Und Beuth, ich glaube BVB-Jugend. Meines Wissens. Na gut, soll alles nicht unser Thema sein. Wir gucken, dass wir jetzt reinkommen in dieses Spiel und hoffen, dass wir einen guten Sprung nach vorne machen. Ah, Mama, der hat. Das ist schon eine andere Präsenz da außen. Na, ah, schade, da komme ich nicht vorbei. Jawohl, gut gelöst da. Ja, und der Verteidiger war verschätzt sich. Platte. Oder ist es 0:1? Der Torjäger von Wien macht's wieder.
0:1. Hier kriegt der Verteidiger ins Leere und dann ja, ist es leider schon geschehen. Und dann steht es plötzlich 1:0 hier. Und 8. Saisontor von Felix Platte, der jetzt von 12, also 8 erzielt hat. Wer auch sonst? Der Top-Torjäger macht's mal wieder. Diesmal hat man abgelaufen. Und wieder läuft der Verteidiger ins Leere. Und diesmal, es müsste fast sogar rot geben. Oder saß auch der Schiedsrichter da? Weil ich war eigentlich ja durch, komplett. Ich meine, es gibt den Freischuss, das ist klar, aber ich frage nochmal, der Feminist ergibt gar nichts wahrscheinlich, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube, der gibt gar nichts dafür. Und da hat der Verteidiger tatsächlich extrem Glück gehabt. Weil der hätte nämlich eigentlich auf Rot gehen müssen. Ich krieg die Freischüsse nicht hin. Den hat er super gefangen. Ah, das ist okay, da hat er ein bisschen Glück gehabt, der Verteidiger, okay. Krüger. Ah, der verliert den Ball. Das war ja nichts. Die beiden Wurf für Halle, das ist klar. So. Bujelab. Bisschen. Bisschen abgelaufen, zu sicher gegangen. Wir haben jetzt 24 Minuten gespielt. Und da ist das 1:1. Und das ist immer ziemlich überraschend. Und hat sich der Verteidiger richtig verschätzt, hat gesagt, ja, den haben wir dann schon irgendwie weg. Und nö, ist nicht. 1:1. Ja, ciao. Der hier. Und auf einmal, aber da war da vorne der Fehler, den Bujelab gemacht hat, der sich da festgelaufen hat und dann kam der Konter rein. Ah, ist wieder unnötig, das Gegentor. So, Halle probiert es nochmal mit dem Auflaufen. Das ist leere gerutscht. So, und er sagt jetzt, ja, Verdacht pfeift doch Abseits. Er pfeift Bamba, ja. Gucken. Ja. Okay, alles richtig. Gefühlt war es kein Abseits, aber doch. Schiedsrichter hat recht gehabt. Ach Mann, ist das ärgerlich. Ah, das Gegentor ist um absolute Marke unnötig. Diesmal ist es wieder Abseits. Weil das war einfach zu verhindern. Aber okay, müssen wir jetzt mit leben. 1:1 ist definitiv alles andere. Nicht gut. Das ist ein Rückschlag. Da müssen wir gucken. Das war hier so ein einfacher Fehler da hinten drin. So, jetzt haben wir mal einen Ball auf Krüger. Ha, die Flanke war eigentlich ganz gut gedacht, aber es war schlecht gemacht. Ich habe gesehen, dass er da reingelaufen ist. Und das ist gerade nicht gut, was wir da hinten zusammen spielen. Gut, dass wir da nochmal einen Mandat als Absicherung am Weiser hat, das jetzt gerade versucht zu klären.
Abseits. Ja. 1-1. Das ist. Und dann so ein blöder Ball, Bougelab wieder mal mit dem nächsten Fehler. Und dann setzt er sich durch. Und Halle führt. Und wieder Bougelab, der sich da zweimal echt. Ja. Das ist mark überraschend. Und dann gehen wir sogar mit dem Rückstand in die Pause. Und ich keine Ahnung warum. Wir haben es eigentlich voll im Griff, das Spiel. Aber dann nochmal so wie wieder ein bisschen verloren. Oh Gott. Jetzt war zweimal tatsächlich Bougelab, der so ein bisschen. Der sich da hat den Ball abnehmen lassen. Gut, einmal war es Ciao, ein bisschen mit dabei, aber da war der Konter kam halt durch den Ballverlust vorne. Und hier jetzt quasi dasselbe. Mamba. Ecke, oder? Ja. Ja, mal gucken, was drin ist heute noch. Und das war ganz knapp vorbei, dieser Ball. Ich dachte mir, okay, den hat der Keeper bestimmt, aber irgendwie kam er dann doch nochmal zum Kopfball, aber. Meine Fresse, da sind aber auch Fehler da hinten drin momentan. Oh, juiuiui, Pipa. Kolasinac, ja, Ecke. Aber genau das meine ich ja. Das sind so diese blöden Fehler, die momentan bestraft werden. So, nächstes Mal. Jetzt müssen wir aber mal ein bisschen. Komm. Es gefällt mir gerade selber nicht, was da so läuft. Schade, ich dachte, ich krieg den noch. Scheiße, ich dachte, ich krieg den da vorne noch durch. Jetzt, Kowalski. Yes. Zwei, 63. Schön da hinten reingeschanzt, keine Chance für den Keeper. Ja, ich war mir überlegen, soll ich draufhalten, aber dann hätte ich den vielleicht sogar halten können, aber so im Schlenzer geht's ein bisschen. Übrigens erstes Saisontor. Ja, aber hast du einen, der hat zwei Fehler drin eingebaut. Das ist natürlich das, was mir halt nicht so gefiel. Ich probiere es jetzt nochmal mit dem Wechsel, Doppelwechsel. Also Boswan, der hat ja noch gegen den letzten. Ich bin in Saarbrücken zwei Tore, eine Vorlage gemacht. Also reinkam. Also, mal gucken. Und jetzt der Ball gewinnen. Kowalski! 3-2 aufs Spiel gedreht. Und Platte wieder mit der Torvorlage.
Und dann passte das Ding. So, und jetzt der Wechsel. Bujula hat ja heute nicht so den guten Tag, aber ich schon eine Platte gehen raus. Gambula und Bujula jetzt neu in der Mannschaft. Und Bostoran jetzt neu in der Mannschaft, um auch noch ein bisschen Wucht reinzukriegen. Vielleicht noch ein bisschen Stabilität vorne in die Nummer reinzukriegen. Wir organisieren Auswärtsfahrten zu allen Spielen. Wenn Sie dabei sein wollen, gehen Sie auf unsere Webseite. Da finden Sie alle Infos. Auswärtsfahrten, das muss man mal erlebt haben. Vielen Dank. Habe ich schon ein paar mitgemacht, tatsächlich. Also ist immer ganz witzig, sagen wir es mal so. Aber dann wollen wir doch jetzt gerade noch gar nicht konzentrieren. Steht nur 3-2. Es ist immer noch nur ein Tor. Und es wäre so wichtig, um Halle ein bisschen zu distanzieren nach hinten. Und B, um vielleicht doch mal nochmal ein bisschen was vorne reinzukommen. Ja, ich habe schon gesehen, Krüger läuft damit. Scheiße. Ja, wenn er den ein bisschen, wenn er den anders kriegt, dann kann er den locker reindrücken. Aber gut. Das ist natürlich alles andere als gut. Und der Grönno hält das Ding fest. Weil dann wäre es mit der Nulle, wäre es nun entschieden gewesen. Aber jetzt nur mal konzentrieren. Die Ecke kann auch durchaus gefährlich werden. Ah, gut gelöst. Und Kolasinac geht dazwischen. Kommt da doch mal ran. Hab ihn. 88. Minute. Jetzt erstmal weit, weit weg damit. Ah, der kommt direkt wieder zurück. Halle, probiert es nochmal. Klar, probieren die es nochmal. Jetzt ist sie wissen, dass es heute nur ein Tor ist. So, frei einfach für uns. Auch wieder hier der Ballverlust. Und den gehen die so bissig drauf. Die wollen natürlich dieses Ausgleich, dieses nochmal Ausgleichstor haben. Und jetzt ist einfach mal ein bisschen Ruhe im Start. Yes! So gerade noch gewonnen. Ja, zur Pause führten die Gäste. Und auf einmal, und dann am Ende, Gott sei Dank, durch zwei Kubilanski-Tore das Ding noch gedreht irgendwie. Ja. Hier, der blöde Fehler vom... Und ciao. Und dann Gott sei Dank das Spiel noch nach Hause gefahren. So gerade noch, Gott sei Dank. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Ja, Kubilanski, zwei Tore. Alles gut gemacht, auf jeden Fall. Gott sei Dank, eiskalt verwandelt. Ja, klar. Muss man doch mal sagen. So, dann machen wir das so.
Und das war nicht ganz und das war vor allen Dingen nicht ganz unwichtig, dass wir wieder oben mit dabei sind. Wir sind wieder dran ein bisschen oben. Wir sind jetzt momentan noch 4. Sind jetzt noch 3 Punkte hinter den beiden Spitzen und hinter St. Pauli. Ein Pünktchen nur, also da wäre tatsächlich der Relegationsplatz drin. Nächstes Spiel ist dann in Magdeburg, das ist der Tabellenfünfte. Also das sind jetzt ein Topspiel nach dem anderen. Und das wäre dann auch das letzte Spiel tatsächlich vor der absoluten Deadline. So, gerade mal noch schnell schauen. Weil fürs Fieser. Oh, trotz Angebot fürs Kripski. Wer ist denn das jetzt? Hayados, okay. Oh, dann wechselt der halt da hin. So, wie gesagt, Braunschweig. Quatsch, Magdeburg ist der nächste Gegner auswärts. Kabak verkauft. Transfergebot von Chipka, das ist doch gut. West Ham United. Und Celtic will und Chipka haben. Können sie ja gerne haben. So, okay, dann würde ich sagen, mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Auswärtsspiel in Magdeburg.